Kapitel 20. Die Weitergabe der Familien Jean. Oder nicht. Nach etwa einer Stunde des Wartens tauchte eine weitere Schar von Soldaten aus der Richtung der Stadt auf. Es sah so aus, als hätte es eine Planänderung gegeben. Nachdem der Kommandant zurückgekommen war, um zu berichten, was passiert war, und die Soldaten, die sich aufgerüstet hatten, wurden neu eingeteilt, um stattdessen mit irgendeinem wichtigen hohen Tier zu kommen. War es nun ein hohes Tier vom Militär oder der Gouverneur? Wir befanden uns auf einem Platz vor den Stadttoren, der für die Durchfahrt von Wagen bestimmt war. Um uns herum war eine große Menschenmenge versammelt. Es kursierten bereits Gerüchte, dass die Göttin hier erschienen war, und es gab niemanden, der jetzt noch gehen würde. Die Gerüchte hatten sich auch in der Stadt verbreitet, und die, die davon gehört hatten, waren in Scharen gekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Während wir warteten, waren Belle und Emil zurück zum Gasthaus gegangen, um die Rechnung zu begleichen und unser Gepäck zu holen. Sie brachten auch Eddie und die anderen Pferde mit zurück, so dass wir jederzeit abfahrbereit waren. Sind Sie diejenigen, die sich mit der Göttin Celestine getroffen haben, rief ein Mann Anfang 50, als er aus dem Wagen stieg, mit dem er gekommen war. Nach seiner Kleidung zu urteilen, musste er der Gouverneur sein, also genau die Person, die ich erwartet hatte. Ich hatte nicht nur praktisch vor allen Leuten geschrien, dass die Wachen mit den Entführern unter einer Decke steckten, sondern es war auch die Rede davon, dass die Göttin hier auftauchen würde. Es wäre noch schockierender, wenn es einen Gouverneur gäbe, der die Sache tatsächlich jemand anderem als ihm überlassen würde. Schlimmstenfalls könnte die Nachricht von dem Skandal bis zum Königspalast oder in andere Länder vordringen. Aber wenn er seine Karten richtig ausspielte, konnte er den Vorfall nicht nur herunterspielen, sondern Salinas auch als einen Ort bekannt machen, auf den die Göttin herabgestiegen war. Er würde es nicht wagen, etwas, das über die Zukunft seines Hauses entscheiden könnte, einem seiner Untergebenen zu überlassen. Ja, das ist richtig. Ich wollte nicht so förmlich mit ihm umgehen, auch wenn er der Gouverneur war. Roland und Frangette würden wütend werden, wenn ich das täte, und wahrscheinlich etwas sagen wie: Egal, wie sehr du dich verstellst, ich kann nicht zulassen, dass eine Göttin sich erniedrigt, indem sie sich den menschlichen Sitten anpasst. Besonders Frangette, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich tat gerade so, als wäre ich die Tochter eines Aristokraten. Wahrscheinlich gab es gar keinen Grund, sich einem anderen Adligen gegenüber so bescheiden zu verhalten, und wahrscheinlich dachte er sowieso schon, ich sei erst 12 oder 13 Jahre alt. Dann erklären Sie mir, was hier passiert ist. Die Augen der Öffentlichkeit, die sich um uns versammelt hatten, schienen ihn nicht zu interessieren. Wahrscheinlich hatte er schon davon gehört, dass die Wachen mit den Entführern zusammenarbeiteten, und er wollte das vertuschen, indem er dafür sorgte, dass alle hörten, was er dazu zu sagen hatte. Er könnte tatsächlich einer der klügeren Gouverneure sein, die ich kennengelernt habe. Der Grund, warum er nicht schon versucht hatte, uns wegzuschleppen, war wahrscheinlich, dass er das Gerücht über das Erscheinen der Göttin gehört hatte und es glaubte, oder er glaubte es nicht und ergriff nur die entsprechenden Maßnahmen für den Fall, dass es die Wahrheit sein könnte. Es gab niemanden auf dieser Welt, der nicht an die Göttin Celestine glaubte. Sie tauchte tatsächlich von Zeit zu Zeit auf, und als sie vor 4 Jahren auftauchte, waren viele hohe Tiere aus anderen Ländern anwesend. Es wäre ein ziemlicher Schock, wenn es jemanden gäbe, der glaubte, sie existiere nicht. Seals war auch dafür bekannt, dass sie mit ihren göttlichen Strafen ziemlich streng war und sogar so weit ging, dass sie unschuldige Menschen in die Enge trieb, wenn sie ihr Urteil verkündete. Es gab sogar Geschichten darüber, dass sie die Bedürftigen einfach ignorierte.
Es gab niemanden auf dieser Welt, der den Mut hatte, unter ihrem Namen Lügen zu erzählen, auch keine Kriminellen. Deshalb lag es auf der Hand, dass er meine Geschichte glauben würde. Ich war mir ziemlich sicher, dass er auch von dem Waschzuber gehört hatte, der vom Himmel gefallen war. Er hatte zwar die ganze Geschichte gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sie vor allem aus meinem Mund hören wollte, nicht nur, um zu bestätigen, was passiert war, sondern auch, um damit die Leute anzusprechen. Die Menge war voll von Kaufleuten aus seinen eigenen Territorien und anderen Lehen und sogar aus anderen Ländern. Und natürlich nicht nur Kaufleute, sondern vielleicht auch Spione. Selbst wenn er es herausfinden würde, bezweifelte ich, dass der Gouverneur uns sofort unseren Status aberkennen oder jeden, der mit uns zu tun hatte, zum Tode verurteilen würde oder ähnliches. Es hatte nicht viel Sinn, etwas so Gefährliches zu tun, und der Gouverneur, der für ein Gebiet wie dieses zuständig ist, sollte leicht herausfinden können, wie er mit einem einzelnen, hübschen Mädchen wie mir umgehen sollte. Deshalb war es wahrscheinlich eine sichere Wette, dass der Gouverneur keine Verbindungen zu dem Entführungsring hatte. In diesem Fall würde ich die Sache also friedlich regeln. Solange er bereit war, die Korruption an der Quelle zu beseitigen. Wir gehören alle zum Haushalt des Grafen Adan von Balmor. Als ich in der Stadt unterwegs war, wurde ich plötzlich entführt und in eine Zelle im Keller eines der Häuser hier gezwungen. Heute Morgen wurde ich weggebracht, um in die Sklaverei verkauft zu werden. Ich rief die Wachen am Stadttor um Hilfe, aber sie lächelten nur und ignorierten mich, während sie sich mit den Entführern unterhielten. Was? Hast du gesagt? Antwortete der Gouverneur atemlos und schreckte großartig zurück. So viel musste er schon gehört haben. Dieser Kerl wusste wirklich, wie man sich verstellt. Oder warte, vielleicht ist er wirklich ausgeflippt, als er merkte, dass eines der Opfer aus dem Haushalt eines Grafen aus einem anderen Land stammte. Ich meine, ja, das wäre ziemlich übel für ihn. Kurz bevor ich aus dieser Stadt entführt wurde, erschien die Göttin und rief: Wie könnt ihr es wagen, so hübsche Mädchen zu Sklavinnen zu machen, bevor sie den Entführern eine göttliche Strafe verpasste? Und was geschah dann mit der Göttin? Nachdem sie ein wenig mit mir gesprochen hatte, ging sie wieder hinauf, antwortete ich und gab dem Gouverneur die Antwort, die ich mir schon vorher ausgedacht hatte. Eicharem. Aber sind Sie sicher, dass die Wachen mit diesen Verbrechern unter einer Decke stecken? Vielleicht haben sie ihre Hilferufe nur nicht bemerkt. Ich habe den Deckel des Fasses, in dem ich war, durchbrochen und direkt vor ihnen um Hilfe geschrien. Wenn sie das nicht bemerkt haben, dann würden sie wahrscheinlich eine ganze feindliche Armee direkt durch die Tore marschieren lassen. Willst du, dass solche Gerüchte über sie kursieren? Der Gouverneur verstummte. Er konnte jetzt nicht mehr behaupten, dass die Wachen nicht in das Verbrechen verwickelt waren. Ich würde sagen, dass die Tatsache, dass die Wachen den Zorn der Göttin auf sich gezogen haben, mehr als alles andere als Beweis dient, oder? Der Gouverneur konnte nur widerwillig nicken, als aus der Menge um uns herum zustimmende Rufe kamen. Ich wusste nicht, ob er wirklich so tun wollte, als hätten die Wachen nichts damit zu tun, aber jetzt hatte er keine Chance mehr zu sagen, dass die Soldaten keine Schuld trugen. Den Entführern zufolge waren ihre Käufer regionale Gouverneure und mittelständische Händler. Sie hatten es nicht mit Königen oder höheren Adligen zu tun, nicht einmal mit größeren Kaufleuten. Was war das? Die Farbe kehrte in das Gesicht des Gouverneurs zurück. Wenn diese Art von Leuten involviert war, würden die Dinge noch viel komplizierter werden. Es könnte sich zu einem Skandal auswachsen, der das Land in seinen Grundfesten erschüttert. Im schlimmsten Fall könnten die Machthaber versuchen, die Schuld auf denjenigen zu schieben, der für die Stadt zuständig war, in der dies geschah, den Gouverneur.
handelte es sich bei den Schuldigen jedoch um Aristokraten der unteren Klassen oder etwas wohlhabendere Kaufleute. So lag es an der königlichen Familie, zu entscheiden, ob sie sie auslöschen wollte oder nicht. Der Gouverneur konnte zwar nicht direkt etwas dagegen tun, aber er konnte sich darum kümmern, wenn er stattdessen über sie ging. Schuld daran waren vor allem die Adligen und Kaufleute, die versuchten, die kleinen Mädchen zu kaufen. Wenn der Gouverneur die Wächter verhaftete, die für die Erleichterung solcher Verkäufe verantwortlich waren, wäre das kein Makel für ihn, sondern ein Zeichen für die Gerechtigkeit. Wenn er mithelfen würde, die anderen korrupten Gouverneure zu entlarven, könnte er sogar die Gunst des Königs gewinnen. Wahrscheinlich sieht er inzwischen das Licht am Ende des Tunnels, also werde ich ihm noch einen Schubs geben. Außerdem soll ich eine Nachricht von der Göttin Celestine überbringen. Wawa. Wawaatt. Nicht nur der Gouverneur, sondern alle, die in Hörweite waren, stießen einen Schrei des Erstaunens aus. Geistliche und sogar der Papst selbst hatten selten die Gelegenheit, die Worte der Göttin zu hören. Also konnte ich verstehen, warum ein einfacher Gouverneur, dem eine so große Ehre zuteil wurde, einen Schock erlitt, selbst wenn ich es ihnen nur als Nachricht überbrachte. Aber wenn man bedenkt, warum sie hierher kam, gab es hier niemanden, der glaubte, dass dies eine gute Nachricht sein würde. Der Gesichtsausdruck des Gouverneurs machte auf jeden Fall den Eindruck, als sei er ein wenig nervös. Also gut, dann lasst uns diese Nachricht weitergeben. Sie sagte mir: Es ist absolut empörend, arme, unschuldige Mädchen zu entführen und sie als Sklaven zu verkaufen. Die Entführer und diejenigen, die Bestechungsgelder erhalten haben, um ein Auge zuzudrücken, tragen alle die gleiche Schuld. Bestrafen Sie sie alle mit der härtesten aller Strafen für ihre Verbrechen. Wenn nicht, werde ich die Strafe selbst verhängen. Das hat sie gesagt, aber, ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, den Gouverneur vor der Göttin in Angst und Schrecken zu versetzen. Lady Celestine ist keine sehr detailorientierte Göttin, wissen Sie. Sie kümmert sich nicht wirklich um jeden einzelnen Menschen, es sei denn, es ist jemand, von dem sie wirklich angetan ist. Als sie von Bestrafung sprach, meinte sie damit, dass sie ein ganzes Anwesen platt machen würde. Wenn es darum ginge, einen einzigen lästigen Entführer zu beseitigen, der sich dort versteckt, oder ganz Salinas in ein Flammenmeer zu tauchen, um den Entführungsring an der Wurzel zu zerstören. Wie was? Alle Farbe wich aus dem Gesicht des Gouverneurs. Alle anderen, die sich versammelt hatten, waren ebenfalls weiß wie Gespenster geworden. Wawawawawa. Es klang fast so, als würde der Gouverneur sein Beatboxing üben. Wahrscheinlich versuchte er, entweder was sollen wir tun, oder warum, herauszuquetschen. Ich denke, ich fange an und beruhige ihn ein wenig. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sie müssen nur dafür sorgen, dass jede einzelne Person, die in diesen Entführungsring verwickelt ist, geschnappt wird, von den Untergebenen bis zu den Rädelsführern, und das sollte das Ende der Sache sein. Verhaften Sie sie einfach alle und sorgen Sie dafür, dass sie nie wieder jemanden entführen oder in die Sklaverei verkaufen können, und das war's. Bbbb. Aber. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und vermute, er will sagen. Aber was, wenn wir das nicht können? Alles, was ihr tun müsst, ist, Druck auf die Mitglieder des Entführungsrings auszuüben, die ihr bereits gefangen genommen habt, und sie dazu zu bringen, alles auszuspucken, was sie wissen. Ihre Entführerkollegen, ihre Bosse, wohin sie uns alle schicken sollten, wohin sie zuvor Sklaven verkauft haben, all das. Wenn ihr diejenigen verhaften könnt, die diese Sklaven gekauft haben, und die Kinder zu ihren Eltern zurückbringen könnt,
ist die Göttin vielleicht bereit, euch zu verzeihen, wenn ihr ein oder zwei Untergebene vermisst, die nicht wirklich durch und durch verdorben sind. Sie könnte bereit sein. Dies war ein Befehl der Göttin selbst, also sollte die königliche Familie auch bereit sein, alles zu tun, um zu helfen. Es gab keinen Raum, um in Frage zu stellen, ob es wahr war oder nicht. Es gab bereits so viele Zeugen, und es musste noch viele mehr geben, die die Explosionen gehört und die goldenen Wolken gesehen hatten. Ganz zu schweigen davon, dass sie es mit einer Göttin zu tun hatten, die bereit war, nicht nur ein oder zwei Gebiete, sondern ein ganzes Land zu vernichten, um dem Entführungsring die Grundlage zu entziehen. Keine noch so guten Beziehungen oder Bestechungsgelder konnten sie jetzt noch retten. Der einzige Weg, der den Entführern blieb, war der, der zu ihrem Untergang führte. Nehmt sie fest. Nehmt jeden einzelnen von denen am Boden fest und fesselt sie. Wir werden sie zwingen, alles auszuspucken, was sie wissen. Lasst sie nicht entkommen oder versuchen, sich zu befreien. Versagen wird nicht geduldet, es ist nicht erlaubt. Das Leben aller, die hier lebten, stand auf dem Spiel, auch das des Gouverneurs, also konnte ich verstehen, warum er so verzweifelt war. Oh ja, ich frage mich, ob das kleine Geschenk, das ich vor einer Weile zurückgelassen habe, jetzt gerade seine Wirkung entfaltet. Herr Gouverneur, die Göttin sagte, sie würde uns den Ort des Verstecks des Entführers mitteilen, indem sie ihn mit rotem Rauch markiert. Ich glaube, sie sagte, es sei irgendwo in den Slums. Ich bezog mich natürlich auf das Abschiedsgeschenk, das ich zurückgelassen hatte, bevor die Entführer uns mitnahmen. Ich hatte es so gebaut, dass es ein Schlafgas freisetzt, das jeden sofort betäubt. Danach wurde es so eingestellt, dass es nach und nach immer mehr roten Rauch freisetzte, der leichter als Luft war. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, müssten die Entführer dort jetzt alle bewusstlos sein, und aus dem Haus, das sie zu ihrem Versteck gemacht hatten, müsste roter Rauch aufsteigen. Es war zwar keine wogende Rauchsäule oder so, aber es sollte leicht zu finden sein, wenn man danach suchte. Dies war meine erste Stadt in einem neuen Land. Und ich war in ein Fass auf dem Rücksitz eines Wagens gestopft worden. Als sie versuchten, mich wegzuzaubern, so dass ich nicht in der Lage war, jemanden zu dem Haus zu führen, in dem sie mich festgehalten hatten. Der Rauch war nur meine eigene Art, es später wiederzufinden. Am Ende sollte alles gut werden, wenn sie die anderen Entführer dazu brachten, ihr Wissen preiszugeben, aber das war nur eine Vorsichtsmaßnahme meinerseits. Los geht's. Sofort.